Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 mit mir und Claire im Büro des Psychopathen. Ja, hier geht es weiter mit uns. So, hier kommen wir jetzt rein. Mit dem Herzschlüssel. Und da sind wir hier. Im Revier. Im Revier. Aber, warte mal, hier muss noch irgendwas, ein anderer Flügel, wa? Oder nee, ein anderes Stockwerk. Ah, hier geht's auch noch runter. Oh, oh. War aber nicht da, wo die Licker sind, oder? Hallo? Oh, warte mal, ich hatte noch ein Brett. Schnell, 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 schnell. Wo der reinkommt. Ja, Leute, da müsst ihr jetzt leider durch. Schnell das Brett holen. Ich weiß, warum ich das aufgehoben habe. Jetzt haben wir nämlich Brad Pitt den Dritten. Ja, ist das denn, ey? Aber der ist nicht schon drin, ne? Schnell, 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 schnell! Du kommst hier nicht rein, du Schwein! Ich liebe es, in Resident Evil Munition zu sparen. Auch schon wieder Moon. Oh, hier kommt bestimmt. Ey, ich kenne das Originalspiel. Tu schon mal die dicke Lotta raus. Hat ja gesagt, Alter, der nächste Licker kriegt auf die Fresse. Scheißegal, ey. Ah, und hier kann ich den Diamanten reinmachen. Ich wusste es. Ja, Scheiß drauf, Leute. Können nämlich keine Türen öffnen. Ich hoffe, ich muss da nicht noch mal rein. Ich habe alles. Okay, Leute. Ich habe gesagt, aber scheiß drauf. Ey, sie bin ich jetzt so clever entkommen, ja. Der darf leben, Alter. Nicht wahr, Brad Pitt? Da machst mir keine Angst, Freundchen. Ich habe Bretter vor die Fenster genagelt. Das hat sich ja nicht so gelohnt. Alter, willst du mich verarschen? Alter, ist eine Ordnung? Ach, jetzt machst du alle. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Das finde ich super, dass er das automatisch gleich kombiniert. Ah, Stars-Abzeichen. What the fuck ist das? Ein geiler USB-Stick. Oh, den hätten sie mal als Merch verkaufen sollen. So. Ich hätte ihn gekauft. Ist doch richtig geiler Merch, oder? Ja, dann holen wir uns doch gleich mal die Waffe. Ich glaube, da kriege ich nämlich die Waffe. Müsste ich jetzt nur noch mal ins Stars Büro. Weil ich gerade, wo das war. Oh, jetzt sind wir schon raus.
Ja, ich finde mal schon raus. Ja, und da liegt ein Brett und ich werde es definitiv mitnehmen. Definitiv. Auch wenn ich wahrscheinlich gleich keinen Platz mehr habe. Aber was soll ich machen, wa? Ich frage mich, wo der, wo, ich frage mich immer noch, wo der zweite Schalter ist, die zweite Taste. Die habe ich nämlich noch nicht gefunden, die zweite Taste. Hier für den Raum, weil dann will man nämlich noch eine, dann will man nämlich noch eine Tasche kriegen. Ich direkt das Ding übersehen habe. Liegt da bestimmt noch Moon rum. Ich doch, dass hier noch was liegt. Ach, jetzt finde ich ein rotes, ey. Ist das dein fucking Ernst, Alter? Dann mache ich mir eine Mon dann nehme ich eine Monstermische. Dann mache ich das so. Kann ich es notfalls auch noch als Heilung benutzen? So, hier geht es ja noch nicht rein. Ach, guck mal, Alter. Ja, ich muss das irgendwie drehen. Ist klar, aber wie? Nein! Brauche ich da noch ein Item oder? Ja. An den Knöpfen kann ich nicht nichts machen. Muss es irgendwie? Naja, werde ich schon noch rausfinden. Na, ich muss da auf jeden Fall noch in die Ecke rein. So. Wo? Oh, den hätte ich vielleicht noch umgehen können. Aber den umgehe ich hier oben, der soll mal schön kommen. Aber langsam könnte ich eigentlich auch schießen, wa? Den Moon, wie ich habe, ey. Ach komm, wir gönnen uns mal den Spaß. Bisschen Action muss auch sein. What? Alter, steht die wieder auf, Alter. Aber ruhig hier. Die lebt immer noch, ey. Krieg hier gleich. Hat die manchmal aushalten, ja? Oh, Kraut ist immer gut. Ja, jetzt bereue ich das ein bisschen, da ich das Rote verwendet habe. Aber kann ja keiner ahnen, dass ich. Na komm, ich. Nee, schieß nicht. Ah. Muss ich wohl doch schießen.
Oder so. War da hinten aber? Ne, da hinten, da war nichts. Da war nichts. Ich sag jetzt einfach mal, da war nichts. Den habe ich ja nur gewartet, Alter. Mein bester Freund. Wie ich ihn hasse! Hau ab, Alter. Schwein. Ja, man muss immer ein bisschen gechillt laufen. Dann ist er eigentlich gar nicht so, so schlimm. So, wir wollen ja ein Stars Büro. Ja, wenn man ein bisschen chilliger ist, so, dann geht es eigentlich. Aber man darf halt nicht rennen, weil wenn du rennst, dann hört er dich halt. Er ist halt nervig so, also. Ich finde ein bisschen scheiße, dass man ihn nicht wenigstens betäuben kann. Also, dass man ihn quasi gegen ihn kämpft. Gegen ihn kämpfen kann so und dann eine Belohnung kriegt. Und dann, dass er dann erstmal weg ist oder so, weißt du? So wie bei Nemesis halt so, ja. Da haben sie bei Nemesis, haben sie es ein bisschen geiler gemacht. Also, da kannst du Nemesis, du kannst ihn echt gegen ihn kämpfen so. Kriegst noch ein richtig geiles Waffenteil. Und dann bist du auch halt erstmal los, weißt du? Aber hier der Kumpel, Alter, der geht dir hart auf die Eier, weil du halt gar nichts gegen ihn machen kannst. Gar nichts. Aber mein Tipp: Cool bleiben. Und laufen, laufen. Dann hört er euch nicht. Immer schön laufen, nicht rennen, weil er hört eure Schritte. Und da haben wir auch das nächste Teil. Und das Inventar ist voll. Das ist jetzt nicht so sexuell. Ja, dann würde ich sagen, Verschwendung, aber egal. Soll ich machen? Nein. Kommst jetzt nicht hier rein. Hier kann ich nicht ausweichen. Ach, was mache ich denn? Zeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, ihr merkt das schon, ne? Ich habe ein Langzeitgedächtnis, ich kann mir nun was merken, was auf lange ist. Aber kurz, dann ist es gleich wieder weg, so. Ach, komm schon. Alter! Reicht's mir hier mit dir? Alter! Willst du mich ärgern?
dann war doch. Nee. Nein, der was. Der was und der was. So, leck Arsch. Ich kann hier wirklich, bei mir ist echt komisch, ja. Ich bin nicht dumm oder so, ja. Aber ich habe echt so. Ich kann dir nicht sagen, was gestern war, aber ich kann dir sagen, was vor 10 Jahren war. Das bei mir. Komisch. Jetzt muss ich hier rein, Alter. Nee, hier gehe ich bestimmt nicht rein, Alter. Komm hier bitte nicht rein, Alter. Sonst komme ich hier nämlich nicht mehr raus. So ein Schiss. Das hat er gehört. Brief an die Stars-Mitglieder. Am liebsten. An meine lieben Stars, Kameraden, wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit dem alten Irons herumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub. Ja. Um weitere 6 Monate. Barry wage es ja nicht, mir nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield, ja, der ist wohl in Europa. Das hört sich nicht nach Chris an. Meinst du, das ist fake? So, ich habe hier aber noch den. Oh nee, ich muss noch mal zurück. Och nö. Aber ich würde sagen, ich hatte euch ja versprochen, muss nicht alles gefallen lassen hier. Ja, Sigi, Alter. Nee, das ist doch besser, weil wenn Mr. X kommt, ich renne da lang, die rennen ihn in die Arme und dann rettet der mich, das muss nicht sein. Jetzt sagt mir nicht, mein Inventar ist voll. Ach, das ist doch scheiße. Ist hier irgendwo eine Box in der Nähe? In der Wäschekammer liegt auch noch was, ey. Oh. Leute, ich hasse das. Unbedingt die Tasche, Alter. Ich glaube, ich hole mir die Tasche. So, auf der Seite sind wir erstmal fertig, aber. Ja, ich muss halt nochmal zurück, war wegen den, ja. Ich gehe einfach mal in die, Lobby. Ja, und ich muss jetzt leider langsam laufen, weil mir sonst Mr. X hart auf die Eier geht.
Und dann holen wir uns auf jeden Fall gleich noch die Tasche. Da ich mit Headset spiele, spielt es unbedingt mit Headset, ja? Weil wenn ihr den nicht, also dann hört ihr nämlich die Schritte. Bom, bom, bom. Weil ich weiß nicht, wie das bei Fernsehturm ist. Na gut, wer mit Soundsystem spielt, so, der hört das auf jeden Fall. Oh, guck mal, der war ja auch noch da, ja. Aber Marvin, Alter, ich glaube, der greift mich auch gleich an. Er kommt. Aber hier ist ja Safe Zone. Dürfte mir eigentlich nichts passieren. Eigentlich. Das wirklich so ist, ja. Das ist ein anderes Thema, ja. Ja, ich würde sagen, ich leg mal ein bisschen Moon ab, war, weil sind wahrscheinlich noch ein paar Päckchen. Das würde ich gerne mitnehmen. Die kann erstmal weg. MP. Ich lege es erstmal weg, weil im Polizeirevier haben wir eigentlich alles. Ja. So, jetzt die Frage, gehen wir jetzt gleich nochmal zurück? Ja. Genau. Sonst komme ich irgendwie aus da. Ja, sonst komme ich durcheinander. Der ich den Liga getötet habe, so das nimmt mir jetzt wirklich so ein bisschen die Angst. So, jetzt sage ich mir Scheiß drauf, so war. Wird nur Kacke, wenn Mr. X mir jetzt entgegenkommt. Das ist immer ein bisschen stressig so. Bumm. Er ist aber auch verdammt gruselig, der Typ. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, ja. Wo dir einfach nur noch hart auf die Eier geht und gar nicht mehr gruselig ist. Und einfach sagst, Mann, verpiss dich. Du Lelik. So, und dann haben wir hier auf der Seite alles geklärt fürs Erste. So, den USB-Stick mitnehmen. Ich weiß auch, wo ich den nochmal brauchen könnte. So, wie es aussieht, ist Mr. Wix auf der anderen Seite. Aber wir gehen nochmal in einen anderen Stock. Wir gehen nochmal in den ersten Stock. Vielleicht sind da noch, Türen, die wir öffnen müssen. Wir haben ja noch den Herzschlüssel und den Karo-Schlüssel. Und ich werde gleich sowas von speichern und Feierabend machen. Das Spiel kann ich nicht länger als eine Stunde spielen, ja. Nicht, weil ich eine Pussy bin, sondern weil mir das einfach irgendwann, ja, irgendwann strengt es halt an, so. So, ich gehe noch mal gucken, ob oben noch eine Tür war. Aber oben ist noch der Licker, war. Ich will noch mal gucken kurz. Gott sei Dank muss ich hier nicht lang.
Habe ich da schon wieder was gehört? Ich höre ihn. Ich höre ihn. Oh, wer ist über mir? Was war das? Wow! Och man, bloß wegen diesem blöden Scheiß-Zombie, Alter. Ist das jetzt dein Ernst, Alter? Bloß. Drecksding, Alter, leck mich am Arsch, ey. Oh, fies, Alter. Och, und jetzt kommt noch dieser fucking X. Wenn's kommt, dann alles auf einmal, Alter. Oh, bloß ab, du Mongo, Alter. Kommt rein. Aber egal, hier kann ich ihn umgehen. Ist Ruhe. Ist er weg? Oh Leute, ich hab Angst. Ich geh speichern und mach Feierabend. Ich kann nicht mehr. Blöden Licker an der Arme gelaufen bin, ja. Ach. Oh, hier kommt er auf jeden Fall nie rein. So schön ohne ihn. So, auf jeden Fall haben wir noch ein paar Räume. Da können wir ja schon mal gucken, wo wir denn noch hin müssen. E1. Hallo, wollte ich nicht. B1. Ja, irgendwo müssen wir auf jeden Fall noch hin. Wir haben ja noch den Schlüssel. Und wir brauchen... Da ist ein Kreuz rum, aber die anderen, die werden nicht angezeigt, wa? Irgendwo habe ich wahrscheinlich noch was vergessen. Transformatorenraum hier. Hier war ich, aber warte mal, nee, hier war ja abgesperrt. Also hier kommt die Kurbel, dann komme ich hier erst rein, genau.
Aber hier auf den Schießstand hätte ich gehen können, oder? Hier habe ich auf jeden Fall noch was vergessen. Also muss auf jeden Fall noch mal runter an den Keller. In die Tiefgarage. Da habe ich auf jeden Fall noch was vergessen. Hier auf den Schießstand. So. Ja, aber wo kann ich jetzt die Schlüssel benutzen? Ja, das war auf jeden Fall in der nächsten Folge. Mich ärgert voll, dass ich da nochmal in den Keller muss. Aber ich muss da sowieso nochmal rein. Also von daher. Aber da liegt wahrscheinlich ein Item, was ich brauche. Also würde ich sagen, in der nächsten Folge ganz schnell in den Keller. Da nochmal gucken, was da noch fehlt. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst mir Liebe da, lasst mir ein Like da, teilt das Video. Und ja, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Und schreib mir gerne deine Meinung und bis zum nächsten Mal.